Kuriose Produktwarnungen, häufig aus den USA, sorgen immer wieder für Belustigung. Nicht zur Körperhygiene verwenden. Aufkleber zum Beispiel angebracht auf einer Toilettenbürste. Kind vor dem Zusammenklappen bitte entfernen. Ratschlag auf einem zusammenklappbaren Kinderwagen. Kleidung bitte nicht am Körper bügeln. Warnaufkleber auf einem Bügeleisen. Ja gut, also wer da gewarnt werden muss, der hat wirklich ein Problem, glaube ich, an dieser Stelle. Da erklärt sich vieles doch eigentlich von selbst. Aber mal im Ernst, Warnungen angesichts echter oder ganz plötzlicher Gefahren, die sind wirklich, wirklich wichtig. Nicht zuletzt die Hochwasserkatastrophe vor jetzt einigen Wochen hat das doch gezeigt, wie entscheidend rechtzeitige und deutliche Warnungen sind, die jeder dann auch ernst nimmt. Niemand würde sich beschweren, wenn er angesichts einer großen Gefahr unsanft aus dem Schlaf geweckt oder irgendwie anderweitig gestört und unterbrochen würde. Nein, im Gegenteil. Wie dankbar kann man sein, wenn man erst ja hinsichtlich einer wirklich großen Gefahr rechtzeitig eine ernste Warnung erhält. Insofern sollte uns der Predigttext für heute, er enthält eine Warnung Jesu, auch sehr hellhörig machen. Jesus selbst, er spricht eine ernste Warnung aus an alle diejenigen, die sich dauerhaft vor Gottes Wahrheit verschließen. Die unempfänglich bleiben für Gottes Wahrheit. Er warnt uns davor, Gottes Wahrheit ja abzulehnen und uns gegen ihn zu wenden. Und da sollten wir dankbar sein für diese klaren Worte Jesu und wir sollten mit Aufmerksamkeit hinhören auf des Königs klare Warnung. So habe ich die Predigt überschrieben, des Königs klare Warnung. Und ich lese uns jetzt aus Markus 11, Vers 27 bis Markus 12, Vers 12. Es heißt dort, und sie kamen wieder nach Jerusalem, also Jesus und seine Jünger. Und als er im Tempel umherging, kamen zu ihm die hohen Priester und Schriftgelehrten und Ältesten und fragten ihn, aus welcher Vollmacht tust du das? Oder wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dass du das tust? Jesus aber sprach zu ihnen, ich will euch auch eine Sache fragen, antwortet mir, so will ich euch sagen, aus welcher Vollmacht ich das tue. Die Taufe des Johannes, war sie vom Himmel oder von Menschen? Antwortet mir. Und sie bedachten bei sich selbst und sprachen, sagen wir, sie war vom Himmel, so wird er sagen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Oder sollen wir sagen, sie war von Menschen? Da fürchteten sie sich vor dem Volk, denn sie hielten alle Johannes wirklich für einen Propheten. Und sie antworteten und sprachen zu Jesus, wir wissen's nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, so sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. Und er fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs hole. Sie nahmen ihn aber, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte noch einen anderen, den töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, seinen geliebten Sohn. Den sandte er als letzten auch zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner sprachen untereinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen?
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Erinnern wir uns kurz mal an die Vorgeschichte dieser Ereignisse. Jesus, er war mittlerweile so angekommen am Ende seiner etwa dreijährigen Wirkungszeit auf dieser Erde. Er war feierlich nach Jerusalem eingezogen. Und die Menschen, sie hatten ihm zugejubelt. Sie hatten ihn mit Begeisterung begrüßt in Jerusalem und sie hatten Jesus als den von Gott versprochenen Messias erkannt und ihn eben gefeiert und ihm die Ehre erwiesen. Und am liebsten hätten die Menschen Jesus in dieser Situation umgehend zum König ausgerufen. Doch Jesus, er übernachtete erstmal in Bethanien, einem Dorf unweit von Jerusalem. Und als er dann am nächsten Tag in die Stadt zurückkam, erblickte er einen Feigenbaum. Und Jesus sah durch diesen Feigenbaum, der keine Frucht brachte, sah er das Gottesvolk, sah die Fruchtlosigkeit des Gottesvolkes veranschaulicht. Und er verfluchte dann diesen Baum. Und zuletzt hatte Jesus unmittelbar vor diesen Ereignissen den Tempel von Händlern und Geschäftemachern gereinigt. Er hatte sie alle hinausgetrieben und hatte die Menschen an die ursprüngliche Bedeutung des Tempels erinnert. Ein Bethaus sollte er sein, der Tempel. Er sollte ein Ort der Erkenntnis Gottes sein. Und mit all diesen Handlungen hatte Jesus aber nicht nur Zustimmung ausgelöst. Nein, wir können uns vorstellen, und wir lesen es ja auch, dass die hohen Priester und Schriftgelehrten, also die damalige religiöse Führungsschicht des Volkes, dass sie Jesu Treiben ja mit immer größerem Argwohn und echter Ablehnung verfolgten. Insbesondere Jesu Verhalten im Tempel provozierte sie zu einer Reaktion. Und so gehen jetzt einige von ihnen zu Jesus hin. Sie stellen ihn zur Rede. Sie stellen ihm eine Frage. Ja, eigentlich ist das, was hier in Kapitel 11, Vers 28 so knapp formuliert wird, ja schon eine offizielle Anhörung. Eine offizielle Anhörung des Ältestenkreises der Juden, des Sanhedrins. Sie fragen ihn, aus welcher Vollmacht tust du das? Wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dass du das tust? Wer bist du eigentlich? Was fällt dir ein, dich hier bei uns im Tempel so zu verhalten? Wer hat dir das erlaubt? Und Jesus? Er beantwortet diese Frage an dieser Stelle nicht. Wir haben es gehört. Er tut es nicht, weil er nichts zu antworten wüsste. Nicht, weil Jesus auf dem falschen Fuß erwischt wäre und nun dieser Frage irgendwie versucht auszuweichen. Nein, natürlich nicht. Jesus antwortet hier mit einer Gegenfrage, um die unlauteren Motive seiner Gegner bloßzustellen. Damit sie offensichtlich werden, ihre unlauteren Motive. Ich will euch auch eine Sache fragen, sagt Jesus. Antwortet mir, so will ich euch auch sagen, aus welcher Vollmacht ich das tue. Und dann spricht er von der Taufe des Johannes. Und es heißt weiter, und sie bedachten bei sich selbst und sprachen, sagen wir, sie war vom Himmel, so wird er sagen, warum habt ihr dem Johannes nicht geglaubt? Oder sollen wir sagen, sie war vom Menschen? Ja, da fürchteten sie sich vor dem Volk. Und so halten sie sich für besonders clever, indem sie antworten, wir wissen es nicht. Wir bleiben da mal neutral und halten uns zurück. Und Jesus sagt dann, so sage auch ich euch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. An dieser Reaktion der Feinde Jesu wird eins, glaube ich, sehr deutlich. Es geht ihnen an dieser Stelle nicht um Erkenntnis der Wahrheit. Das ist nicht, was sie antreibt. Das ist nicht das, was sie motiviert hier. Ihre Frage ist nicht getrieben von einer aufrichtigen Suche nach Antworten. Wenn Menschen aufrichtig und ernsthaft suchen, und das ist damals so gewesen und das gilt ja bis heute so, dann antwortet Jesus gerne, dann zeigt er sich gerne, dann geht er gerne auch auf Zweifel ein.
Natürlich. Das darfst du wissen auch, wenn du fragend bist nach Gott vielleicht. Oder wenn du zweifelnd bist an der einen oder anderen Stelle. Wenn du noch nicht zu einem entschlossenen Bekenntnis, ja, dich hast durchringen können. Auf solch ein Suchen und Fragen, was aufrichtig ist, was mehr wissen will, da geht Gott gerne ein. Diese Verheißung, die finden wir in der Bibel an vielen Stellen und ich glaube, viele von uns haben es auch persönlich erfahren, dass das so ist. Wer offen ist und aufrichtig sucht, er ist nicht gemeint an dieser Stelle. Aber darum geht es den Führern des Volkes eben an dieser Stelle überhaupt nicht. Sie sind gar nicht auf der Suche nach Wahrheit. Wahrheit interessiert sie überhaupt nicht. Sie sind nicht offen für Neues. Sie sind nicht offen dafür, vielleicht auch ihre Überzeugungen und ihre Denkweise mal ein bisschen hinterfragen zu lassen. Nein, sie taktieren. Sie wägen ab. Und ja, der Entscheidungspunkt, wie sie jetzt hier antworten, worauf es ihnen wirklich entscheidend ankommt, da geht es einzig und allein darum, dass sie ihre prekäre Machtstellung im Volk, die sie da inne hatten, dass sie die sichern konnten. Wie bleibt unsere Position gewahrt innerhalb des Volkes? Das ist das entscheidende Kriterium dafür, wie sie hier antworten und wie sie sich hier verhalten. Und Jesus, er durchschaut das natürlich. Und so ist es für Jesus hier Zeit für eine ernste Warnung. Er will deutlich machen, wer unempfänglich ist und vor allen Dingen, wer unempfänglich bleibt für Gottes Wahrheit, wer sich nicht öffnen will, wer sich mit Gewalt gegen alles stemmt und abschottet, wer das tut, hat sich auf einen sehr gefährlichen Weg begeben. Und dann schauen wir, wie es weitergeht und Jesus erzählt ein Gleichnis. Und in diesem Gleichnis, man nennt das meistens das Gleichnis von den bösen Weingärtnern, da geht es um Gottes Umgang mit seinem Volk, Israel, mit den Menschen, die zu ihm gehören. Und das Erste, worum es hier geht, das ist, es geht um Gottes Erwartungen. Gottes Erwartung ist, dass Frucht entsteht, die bleibt. Gott erwartet Frucht, die bleibt. Gottes Erwartungen und Hoffnungen an das Gottesvolk, sie lassen sich, so erzählt es Jesus ja hier, damit vergleichen, wenn ein Mann einen Weinberg anlegt. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. So in Vers 1 die Situationsbeschreibung. Also da ist ein Mann oder ein Mensch, er kümmert sich um alles, die Weinstöcke werden angepflanzt, Versorgungswege werden angelegt, durch einen Zaun wird das Gebiet geschützt und begrenzt. Der Weinbergbesitzer, er kümmert sich sogar noch um eine Kelter, um das Ganze zu verarbeiten, um einen Turm, um ja, das ganze Gebiet im Blick zu halten. Für alles ist gesorgt, ein wunderbarer Weinberg ist angelegt, der nur darauf wartet, dass da jetzt Frucht wächst, die man ernten kann. Klar. Dafür legt man einen Weinberg an, dass Frucht entsteht, die man ernten und weiterverarbeiten kann. Nun war der Weinberg im Alten Testament das Standardsymbol für Israel. Immer wieder, zum Beispiel Jesaja 5 ist so eine Stelle, wenn vom Weinberg gesprochen wurde, war eigentlich das Gottesvolk gemeint. Das ist also etwas, was Jesus hier übernimmt. Ein Symbol, was allen damals gut bekannt war. So ist es auch bei Jesus hier zu verstehen. Er will darauf aufmerksam machen, was Gott alles getan hatte für Israel. Wie Gott eben Israel, so wie dieser Weinbergbesitzer, vollumfänglich vorbereitet hat. Gott war es ja gewesen, der ganz am Anfang Abraham auftrug, seine Heimat zu verlassen. Und der ihm eine große Verheißung gab. Du sollst zum Segen werden. Für alle Völker. Aus dir soll ein großes Volk hervorgehen. Und Gott hatte Abraham dann begleitet und gesegnet. Und dann später hat Gott Mose geschickt, den Retter, der das Volk aus der ägyptischen Sklaverei befreien sollte. Und der sie in das Land führen sollte, in dem Milch und Honig fließt. Ein wunderbares Land. Und später unter Josua gelang es dann dem Volk auch durch Gottes Hilfe tatsächlich in das Land einzuziehen und es in Besitz zu nehmen.
Alles das und noch viel mehr hatte Gott wunderbar gelenkt in der Geschichte Israels. Er hatte sie reich gesegnet. Er hatte sie gut vorbereitet. Und so hatte er jetzt wie auch ein Weinbergbesitzer, ja, wie im Prinzip eigentlich jeder Gärtner, so hatte er jetzt auch Erwartungen an sein Volk. Sie sollten ein Königreich von Priestern sein. So lesen wir es mal in Exodus 19, Vers 6. Sie sollten ein Licht sein für die dunkle Welt. Durch sie sollte die Welt erkennen, wer Gott ist. Dass da ein Gott ist. Dass da der Schöpfer der Welt ist. Und sie sollten Frucht bringen. Sie sollten so ein fruchtbarer Weinberg sein. Und ja, Gott hat auch Erwartungen an uns, wenn wir Christen sind. In Epheser 2, Vers 10, da heißt es, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen, dass wir darin leben sollen, könnten wir auch sagen. Gott hat uns befreit zu guten Werken. Er hat sie vorbereitet, sogar die guten Werke, dass wir nur noch in ihnen leben müssen, sie ausleben müssen. Auf vielerlei Weise hat er ja auch uns gesegnet, begabt, vorbereitet, dass auch wir Frucht bringen können. An anderer Stelle sagt Jesus selbst, in Lukas 12 ist das, denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Uns ist definitiv viel gegeben durch Jesus Christus, durch sein Erlösungswerk, durch sein Wirken. Wir sind beschenkt. Und Gottes Hoffnung, Gottes Erwartung, auch an uns Erlöste, ist ebenso wie damals an das Volk Israel, dass da Frucht in unserem Leben entsteht, dass da etwas wächst. Es wurde so gut vorbereitet, es wurde angepflanzt, dass da jetzt etwas hervorbricht. Hier ist also jeder Christ angesprochen an dieser Stelle. Du, genauso wie ich. Wir sind alle gemeint. Wenn wir schon eine längere Zeit zu Jesus gehören, dann ist es eigentlich nicht zu erklären und auch nicht zu entschuldigen, wenn keinerlei Frucht in unserem Leben zu sehen ist. Wir lesen im Neuen Testament auch in Galater 5 zum Beispiel von der sogenannten Frucht des Geistes. Also davon, wie der Heilige Geist in uns so Veränderung schafft. Wie er uns in unserem Wesen und unserem Charakter umgestaltet. Wie er das neu formt. Dass wir mehr und mehr anders gepolt werden. Anders geprägt sind. Geprägt sind von Liebe, Freude, Friede und Geduld. Dass wir geprägt sind von Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Sieht man davon etwas in deinem Leben? Nicht, dass alles vollumfänglich da wäre, aber sieht man etwas an der einen oder anderen Stelle? Ist da schon etwas gewachsen? Das jedenfalls ist die Erwartung Gottes, Frucht, die bleibt. Schauen wir noch auf etwas Zweites, auf Gottes Geduld. Gottes Geduld, unglaublich, aber wahr. Ja, wie geht Gott um mit seinem Volk? Wir sehen es hier auch in diesem Gleichnis, seine Geduld, seine Langmut, seine Nachsicht, sein Entgegenkommen, seine Milde. Wir sehen es darin, wenn Jesus hier in diesem Gleichnis davon spricht, wie der Weinbergbesitzer nun mit den Weingärtnern umgeht. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs hole. Sie nahmen ihn aber, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte noch einen anderen, den töteten sie und viele andere. Die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Es ist schon eine Frechheit, wovon hier berichtet wird, von dieser Gewalt, die hier berichtet wird. Fürchterlich. Schläge, Verwundungen, ja tödliche Gewalt werden den Dienern hier angetan. Und der Weinbergbesitzer,
er wird nicht müde, einen Diener nach dem anderen zu schicken. Was für eine Geduld! Was für eine Nachsicht! Gottes Geduld ist unglaublich. Man könnte sagen, sie grenzt hier schon fast an Naivität. Immer und immer wieder noch einen zu schicken. Und Jesus bezog sich hier mit diesem Vergleich, und das verstanden seine Zuhörer, wie wir in Vers 12 lesen, sehr gut, auf den Umgang von Israels Führungsschicht mit Gottes Propheten. In der Geschichte Israels, da war das immer wieder so gewesen, dass die Leute, die Gott dem Volk gesandt hatte, dass sie verfolgt wurden, dass sie geschmäht wurden, dass sie gefoltert wurden, dass sie getötet wurden. Elia zum Beispiel, er wurde vom Königshaus in die Wüste vertrieben. Jeremia, ein anderer Prophet, er wurde verfolgt und sogar gefoltert. Sacharja wurde gesteinigt. Es geht hin dann bis zu Johannes, dem Täufer, er wurde geköpft. Und der Schreiber des Hebräerbriefes erfasst das Wirken der Diener Gottes so zusammen. Sie sind gesteinigt, zersägt, durch Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfellen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erduldet. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und Erdlöchern. Hebräer 11, Vers 37 und 38. Alle diese schrecklichen Dinge taten die Menschen, weil sie Gottes Weinberg und seine Frucht, ja, warum? Weil sie es für sich behalten wollten, weil sie es nicht teilen wollten. Viel zu oft ging es diesen führenden Leuten damals in Israel um ihren materiellen Nutzen und um ihre Machtposition. Wir sehen es ja auch hier in dieser Begebenheit. Und Gott und sein Wort, sie stehen ihnen dabei nur im Weg. Sie stören nur. Sie wollten ihre eigenen Herren bleiben, unabhängig und autonom. Sie wollten ihm keine Ehre geben, sondern ihren eigenen Vorteil mehren. Das ist, was im Kern hinter dieser Gewalt und auch hinter der ganz allgemeinen Ablehnung Gottes steht. Dieser Wunsch, autonom zu bleiben, den eigenen Vorteil zu suchen, Gott nicht die Ehre zu geben. Und das ist dann etwas, das ist nicht nur ein vergangenes Problem vergangener Zeiten, vergangener Leute hier, sondern das ist etwas, was allgemein menschlich ist. Gottes gute Gaben, die nehmen wir alle gerne an. Die nehmen wir alle gerne an, ganz gleich, ob wir gläubig sind oder Atheisten oder welche Weltanschauung wir vertreten. Die nehmen wir alle gerne an, von Gesundheit über unsere materielle Versorgung bis hin zu guten Beziehungen, in denen wir leben. Das nehmen wir alles gerne an. Aber wir tun so oder haben diese Tendenz, so zu tun, als sei das alles unser Verdienst und wir zu keinem Dank an Gott verpflichtet. Ein guter Job? Beruflicher Erfolg? Ja klar, ich arbeite schließlich doch auch hart dafür. Gute Freunde und ein netter Ehepartner? Ja logisch, ich bin doch auch ein ziemlich netter Zeitgenosse oder so. Lassen wir uns da nicht täuschen. Wir sind vielfach und an ganz vielen Stellen einfach Beschenkte und Gesegnete Gottes. Und es ist nur recht und billig, dass wir ihm danken und Ehre erweisen und dass wir uns Gott auch unterstellen. Zurück jetzt nochmal zu Gott selbst. Was tut er angesichts dieses frevelhaften Umgangs mit seinen Propheten, mit seinen Dienern, letztendlich ja auch mit ihm selbst? Schauen wir, wie das Gleichnis weitergeht. Da hatte er noch einen, seinen geliebten Sohn, den sandte er als letzten auch zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Und der unbefangene Leser oder Hörer dieser Geschichte, ich vermute, wir kennen das alle schon, diese Geschichte, aber der unbefangene Hörer der Geschichte, der das zum ersten Mal hier erzählt bekommt, der will eigentlich an dieser Stelle doch am liebsten aufschreien, wirklich? Das willst du jetzt tun? Deinen Sohn senden? Zu diesen Rabauken? Die haben doch ihre Bosheit ein ums andere Mal glasklar bewiesen. Du solltest ihnen nicht deinen Sohn schicken, du solltest vielmehr endlich einen Trupp Soldaten losschicken.
damit es hier mal Konsequenzen gibt, dass hier mal durchgegriffen wird, dass mal für Ordnung gesorgt wird. Zeigt doch diesen Verbrechern ihre Grenzen auf, endlich. Aber der Weinbergbesitzer, er schickt seinen Sohn. Und es kam, wie es kommen musste. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander: Dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Wenige Tage später, nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, würde er selbst, der wahre Sohn Gottes, einen grausamen Tod sterben. Hingerichtet, an ein Kreuz genagelt, wie ein Verbrecher auf dem Berg Golgatha vor den Toren Jerusalems. Und die Führungsschicht Israels, sie, die Israel, Gottes Weinberg, hüten und pflegen sollten, sie würden sich durchgesetzt haben. Gott wusste das. Jesus selbst wusste das. Es hat ihn nicht überrascht. Das war auch kein Betriebsunfall nach dem Motto Mission irgendwie etwas schiefgelaufen. Nein, es war von Anfang an Gottes Plan. Und dennoch kam Jesus in diese Welt. Dennoch ging Jesus nach Jerusalem und verkroch sich nicht daheim in Galiläa. So groß ist Gottes Geduld. Ein drittes, Gottes Strenge, es gibt Konsequenzen. Gottes Strenge, es gibt Konsequenzen. Jesus selbst wirft die Frage auf: Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Und er selbst gibt auch die Antwort, sie liegt auf der Hand. Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg andern geben. Wie wir wissen, erlebte Israel nur wenige Jahre nach Jesus eine große nationale Katastrophe. Der jüdische Krieg erbrachte die Eroberung Jerusalems und die Zerstörung des Tempels mit sich. Und die gerade entstandene Gemeinde Jesu, die wurde zunehmend von Heiden, von Nichtjuden geprägt. Und so ist das bis heute. Die unangenehme, aber wahre Botschaft an dieser Stelle ist: Es gibt ein zu spät. Es gibt ein zu spät. Gottes Geduld, sie ist unfassbar groß. Es wird hier deutlich, glaube ich, wie an wenigen Stellen der Bibel überhaupt nur. Aber es gibt ein zu spät. Wer dauerhaft in der Konfrontation zu Christus bleibt, wird Gottes Gericht, Verdammung und den ewigen Tod erleben. Wir haben davon gehört in der letzten Woche, in der Predigt über Offenbarung 21, wir haben davon gehört von dieser wunderbaren Zukunft, die Gott für uns schafft. Einen neuen Himmel, eine neue Erde. Ich hoffe, der ein oder andere erinnert sich. Aber eben auch über die Verdammnis aller, die in ihrer Autonomie verharren und sich samt ihrer Sünde und Schuld nicht dem Retter Jesus anvertrauen. Das ist die ernste Warnung, hier, an dieser Stelle. In der Konfrontation zu Jesus zu bleiben, es hat Folgen. Genauso wie es Konsequenzen hat, bei der herannahenden Flut in seinem Haus zu bleiben. Das kannst du tun. Das steht dir frei. Du kannst handeln, wie du willst. Aber die Folgen musst du tragen. Darum sei gewarnt an dieser Stelle. Es gibt ein zu spät. Und ein vierter, letzter Punkt: Gottes Wunder durch die Tragödie zum Triumph. Gottes Wunder durch die Tragödie zum Triumph. Jesus schließt an sein Gleichnis noch ein paar Worte der Ermahnung an. Ja, im Prinzip ist ja das Gleichnis mit Vers 9 zu Ende, aber er schließt dann noch ein paar Worte der Ermahnung an. Vers 10 und 11. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Jesus beschreibt hier das Wunder, das Gott zu tun gedenkt. Es ist ein Paradox im Grunde, aber so handelt Gott eben. So ist Gott.
durch die größte Tragödie, dass der Unschuldige, dass der vollkommen sündlose Sohn Gottes an das Kreuz genagelt wird, durch dieses große Unrecht, das da geschehen wird, vollbringt Gott den größten Triumph. Den Sieg über Satan, Tod und Sünde. Ausgerechnet durch dieses große Unrecht, Jesus zu töten, vollbringt Gott die Erlösung. Das ist ja unglaublich. Das ist Gottes Wunder. Durch die Tragödie zum Triumph. Dadurch wird der Stein, der verworfen wurde, den man nicht wollte, den man für unbrauchbar hielt und wegnahm, wegwarf, dieser Stein, Jesus selbst ist gemeint, er wird zum Eckstein. Wir können auch übersetzen, zum Grundstein, zum Pfeiler der Erlösung. So handelt Gott. So handelt Gott. Und das, liebe Geschwister und liebe Freunde, ihr alle, die ihr diese Predigt hört, ob jetzt heute hier oder irgendwann vielleicht mal über die CD oder möglicherweise über YouTube, das bedeutet Hoffnung. Das bedeutet gute Nachrichten, ja, Evangelium für jeden. Vielleicht hast du dich bisher eher verschlossen gegenüber Gottes Wahrheit. Bist abwartend oder abweisend geblieben. Doch Jesus trägt dir das nicht nach, wenn du dich heute auf seine Wahrheit einlässt. Dann wird aus seiner Warnung ein Zuspruch für dich. Vielleicht bist du auch schon lange gläubig, schon immer dabei im Grunde, aber dein Leben ist ziemlich fruchtlos geblieben, wenn du ehrlich bist. Du hast dich vielleicht begnügt mit so einem oberflächlichen Glauben, der nichts verändert, der dich auch nicht verändert. Auch für dich gilt, wenn du da ja dein Versagen an dieser Stelle eingestehst, deine Ausrichtung veränderst, dich selbst verändern lassen willst, dann wird auch aus Jesu Warnung für dich, seiner Warnung vor dieser Fruchtlosigkeit, ein Zuspruch, dass er mit dir gehen und dich wirklich verändern wird. Vielleicht hast du auch Gottes gute Gaben, die Gesundheit, die Versorgung, die Freude, das Glück, auch bisher immer so, ja, einfach mitgenommen als dein Glück, was du dir verdient hast, dein Recht, dein Verdientes gesehen. Was brauche ich eigentlich? Gott. Was geht ihn, mein Leben an? Wenn du dich warnen lässt, dass seine Geduld ein Ende haben wird und du damit beginnst, heute, ihn zu ehren durch dein Leben, deinem Schöpfer Dank zu bringen für das, was du hast, für das, was du bist, dann wird auch dir Jesu ernste Warnung zu Segen und Zuspruch. Ja, Jesus, der König, er spricht in unserem Text eine klare Warnung aus. Und er tut das, damit wir hellhörig werden, damit wir unsere Ohren spitzen. Und wir sollten die Warnung auch beherzigen. Denn dann und nur dann, wenn daraus etwas folgt, werden sie uns zum Segen sein. Vertrauen wir auf Jesus, verschließen wir uns ihm nicht, ehren und achten wir ihn. Amen.